im Jahr 2004 eines von 69 Suizidopfern. Diesen sich jährlich ca. 11.000 Menschen durch Selbsttötung als durch Unfälle. Der Ursprung von allen Depressionen sind. In diesem Hoch ausgestürzt. Er wusste gut gleich aus, wenn wir Schlimmes erfahren. Doch trotz all der Gebete hat sich nichts vereinfacht. Niemand reichte ihm die Hand und niemand griff nach seiner. Niemand merkte, dass er sich in sich drängte. Sie warfen ihm nur Blicke zu, als wenn er plötzlich fremd ist. So kam es, dass sein Mund gar kein Lächeln mehr zieht. Denn sein Dad war weg und seine Mutter desinteressiert. Er hatte keinen zum Reden, nur schluckte Jahr für Jahr den Spott der Leute. Er war der Junge, der nicht sprach und der nun Gott verleugnet. Er war der Junge, dessen Trauer niemand kannte und der immer schwieg, weil ihr Name auf den Lippen brannte. Und jetzt schreibt er die Geschichte seines Lebens nieder. Dann verlassen ihn die Worte, die ihn stets besiegt haben. Die Scherben aus dem Rahmen ihres Fotos ruhen in seiner Hand. Selbsttötungsgedanken. Die Brust auf und das Herz raus, weil ich diesen Schmerz nicht mehr ertragen konnte. Die meisten Menschen, die sich umbringen oder es versuchen, wollen nicht sterben. Nur so wie bisher nicht weiterleben. Jährlich bringen sich in Deutschland ca. 11.000 Menschen um. In der Hoffnung, dieser Schritt sei ein Wendepunkt. In der Aussicht, dass es anders nicht geht. Und wir sehen und verstehen nicht, wie man zugrunde. Verwandte und Freunde von suizidgefährdeten Menschen müssen ständig versuchen einzuschätzen, wie hoch die Gefahr ist.